Herzlich willkommen auf dem Gamechecker-Kanal. Wir machen heute mal News. Wie nennen wir das Ganze eigentlich? Der Wackiger Zocken hat gesagt Vollidioten-News. Ich nenne doch nicht Vollidioten-News. Spinnst du oder was? Mach das jetzt. Okay, moin moin. Herzlich willkommen zu den Vollidioten-News. Ach, scheiß drauf. Das mache ich nicht. Herzlich willkommen zu den Gamechecker-News. Ja, kannst du knicken, Wackiger Zocken, dass wir das Vollidioten-News nennen. Obwohl es ja mein Vorschlag war. So. Zum ersten Thema, diese Videos werden jetzt immer wöchentlich versuchen, Sonntag hochzuladen. Einmal er, einmal ich. Weil es das erste ist, machen wir es zusammen. Ja. Mal gucken, wer es dann nächsten Sonntag macht. Werden wir sehen. Erstes Thema ist, Humble Bundle bringt ein neues Package raus, nämlich das Simulation Package. Für jeden Simulator-Fan, der draußen der geile Trecker fährt. Oder Rasen. Oder so. Oder Rasenmäher. Oder. Oder auch ein Taken oder so eine Scheiße spielt. Bohrer Simulation 4 und so. Da sind so einige Sachen dabei. Da wir ja in der Neuzeit leben, haben wir uns hier so ein Touchpad hingepackt und können ab und zu mal ein bisschen ablesen, falls wir das nicht ganz wissen. Enthalten sind zum Beispiel Bridge Project, Trial Simulation 2012, Euro Truck Simulator und Wildfire Park 3. Wer sogar $6 berappt, kriegt noch ein bisschen extra was dazu. Landwirtschaftssimulation 2013 und Landwirtschaftssimulator. History, Farming und Pool Nations. Yay. Ja, wer drauf steht, kann es haben. Holt euch. Ich nicht. Ja, jetzt mal was vielleicht mehr da draußen an Anklang findet. Danke für dieses dramaturgisch wichtige kleine Gimmick. Ja. Ja, es wurde ja angekündigt, dass hier was Neues vom Santa Monica Studio kommen sollte, aber das ist wohl leider eingestampft, das Projekt. Der Uschi hat da ein bisschen weiterführende Informationen, der kann euch da vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, es sollte sowas wie ein Science-Fiction-Abenteuerspiel werden, sollte auch diesjährigen E3 vorgestellt werden, wurde jetzt aber irgendwie eingestampft. Da muss irgendwie was im Argen gewesen sein bei Santa Monica Studios, das sind die Macher von God of War. Wäre mal schön, mal was Neues zu sehen. Ich meine, ich habe nie was gegen ein schönes Motorboot. Ja, was willst du langsam einpacken? Genau, was Neues wäre schön gewesen. Wir hoffen, es wird irgendwie doch wieder aufgegriffen. Gibt ein kleines Revival oder so. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald was passiert. Das ist gut, wir halten euch auf dem Laufenden. Hört sich überhaupt nicht an wie ein Turmband. Aber wir lassen es drin. Zur nächsten News. Ja. So, dass Sony... warte mal. 1, 2, 3. So, dass es Sony natürlich momentan mit der PS4 glänzen geht, steht außer Frage. Aber Sony hat ja nicht nur die PlayStation 4 Marke, sondern auch Fernseher und allmöglichen Pipapo. Und da läuft es nämlich ganz anders. Tja, so ist das leider. Sony ist ein bisschen angeschlagen und ist gerade dabei, Leute zu kicken. Also es kommen ungefähr 5000 Leute außerhalb, 3500 Leute sind es ja eigentlich nur, außerhalb Japans. Oder Hammer. Nur. Und ja, 1500 Mitarbeiter werden wohl in Japan entlassen. Also es bleiben wohl noch ein paar Stores in Amerika noch geöffnet. Es sind wohl noch so einer in Texas, 5 in Kalifornien und noch ein paar andere Stores. Ja, 2, 3 in New York bleiben wohl noch weiterhin geöffnet. Der Rest wird einmal eben geschlossen. Nach neuesten News wollen sie sich halt auf Tablets, Handys und halt auf die PlayStation weiterhin konzentrieren, was sie natürlich gut können. Ja, kann man ja nicht meckern. Jetzt noch eine erfreuliche Nachricht. Ja. Wahrscheinlich. Wir hoffen es einfach mal, dass es passiert. Und zwar, das Studio From Software hat angekündigt, auch die Next-Gen-Konsole mit in die Grafikneuerung einzubeziehen. Die machen momentan Dark Souls 2, was wir übrigens heute vorbestellt haben. Erscheint am 14. März. Yes. Und später gibt es auch noch eine PC-Version. Kleine Randinformation, bei GameStop gibt es jetzt eine neue Aktion, die will ich doch ganz schnell erwähnen, sorry. Für Vorbesteller gibt es, egal bei welchem Spiel, 5 Euro Rabatt. Muss natürlich sehen, ob es dann halt günstiger ist oder gleich teuer wie bei anderen Läden. Das weiß man nicht. Aber 5 Euro Rabatt schon mal. Wir haben uns auch Diablo vorbestellt. Hat quasi statt 40, 35 gekostet. Du darfst weitermachen. Immer diese Seitenmoderatoren. Also, sis! Gut, auf jeden Fall sollen dann auch die Next-Gen-Grafik mit
einbezogen werden. Man hat versucht halt das Ganze auf eine neue Ebene zu heben. Das heißt, auch die Next-Gen-Konsolen werden davon profitieren. Und vielleicht, es steht in der Diskussion, kommen auch dann entsprechend Versionen für die Next-Gen-Konsolen raus. Das heißt dann Xbox One und natürlich dann vielleicht auch PS4. Wir halten euch auf dem Laufenden für den Fall, dass sich da was tut. Ich denke eher wenig daran. So, das war jetzt mal eine kurze News von uns, die erste quasi. Wenn es euch gefallen hat, wie immer kennt das Spielchen, ja, haut mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, Daumen runter, ja. Wissen wir ganz genau, wir lassen den Scheiß von vorne rein. Und wackiger zocken, wir nehmen es nicht vor die Duden News. Wir werden erstmal bei GC-News bleiben. Vielleicht fällt uns ja noch was anderes ein, dann so. Wahrscheinlich seht ihr beim nächsten Wochenende den Sunny. Und darauf die Woche dann mich. Und dann nimmt das seinen Lauf. In dem Sinne sind wir raus. Ich habe die Ehre. Ich bin der Uschi. Ich bin der Sunny.